Auch hier wieder ein paar Vorbemerkungen, damit wir verstehen, warum die Dinge so ablaufen, wie sie ablaufen. In the Jewish laws of the first century, if there was any kind of messianic movement, they have to be investigated in two separate stages. Sollte in dem Judentum des ersten Jahrhunderts eine messianische Bewegung auftreten, dann musste die in zwei unterschiedlichen Phasen untersucht werden. And in the first stage is that they were to observe what was being said or taught or done. In dieser ersten Phase durften die Priester oder die Rabbiner alles beobachten, was gesagt, was gelehrt oder auch was getan wurde. The first stage was known as the stage of observation. Diese erste Phase war bekannt unter dem Namen die Phase der Beobachtung. They could raise no questions, they could raise no objections, all they could do was observe. Phase der Beobachtung bedeutete, den Rabbinern war es in dem Moment nicht erlaubt, Fragen zu stellen, Einwände zu erheben, um diese messianische Bewegung zu untersuchen. When they've done of the observation as much as they could do, they'll go back to Jerusalem and give a report and issue a verdict. Wenn diese erste Phase abgeschlossen war und die Rabbiner dann zurückgingen nach Jerusalem, um ihren Bericht zu erstatten, wurde dann erst eine Entscheidung getroffen. If they decreed the movement insignificant, the matter would be dropped. Wenn sie diese vermeintliche messianische Bewegung als irrelevant erkannt haben, dann wurde der Fall einfach fallen gelassen. If they decreed the movement significant, there will come a second stage called the stage of interrogation. Aber sollte diese Bewegung als signifikant beurteilt werden, dann leitete das die zweite Phase der Untersuchung ein, und zwar die Phase des Verhörs. And in the second stage, they could ask questions, they could raise objections, looking for a decision, whether it's positive or negative, is he the Messiah or is he not the Messiah? Das heißt, sollte es zu dieser zweiten Phase kommen, dann war es den Rabbinern sehr wohl erlaubt, Fragen zu stellen, Einwände zu erheben, um eben zu einem Schluss zu kommen, ob es sich hier tatsächlich um den Messias handeln sollte oder nicht. So what's happening here is the stage of observation. Also was wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich die Phase der Beobachtung. Again, this is the stage, all they can do is observe. They could not ask questions or raise objections. Bitte haltet nochmal im Gedächtnis, wir befinden uns noch in der ersten Phase, das heißt, es war den Rabbinern nicht erlaubt, Fragen zu stellen oder Einwände zu erheben. In Mark's account, chapter 2, verse 1, it tells us where this is happening, and that's the city of Capernaum. In Markus Kapitel 2, Vers 1 lernen wir, dass wo das Ganze stattgefunden hat, nämlich in der Stadt Kapernaum. That's on the north side of the Sea of Galilee. Kapernaum findet ihr die Ruinen heute noch an der Nordseite des Sees Genezareth. Now from Jerusalem, it would take a three-day walk to get to this city. Um von Jerusalem nach Kapernaum zu kommen, war das eine zu Fuß 3-Tages-Reise. Now with this intro, let's read verse 17 of Luke's Gospel. Und wenn wir nach dieser Einleitung, lasst uns bitte jetzt aus Lukas 5 den Vers 17 lesen. Read. Lukas 5, Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Now notice what we do not have here. Schaut mal, was wir nicht hier haben. A certain local Pharisees listening to what Jesus was saying. Das sind hier nicht einfach nur ortsansässige Pharisäer, die dem Herrn Jesus ihr Ohr leihen. Luke is far more specific. Lukas ist hier sehr präzise. He points out that all of the spiritual leaders from all over the country have now migrated to the city of Capernaum. Mit meinen Worten sagt Lukas, die ganzen geistlichen Leiter des ganzen Landes sind in Kapernaum versammelt, um jetzt zu untersuchen. They've come out of every village of Galilee, every village of Judah, and also the city of Jerusalem. Das heißt explizit aus jedem Dorf von Galiläa, jedem Dorf von Judäa und selbst aus der Hauptstadt Jerusalem waren sie gekommen. And this is all a response to the fact that Jesus performed a miracle which only the Messiah was supposed to be able to do. Warum so ein Auflauf der Offiziellen? Weil der Herr Jesus zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon das erste messianische Wunder getan hatte, heißt,
ein Wunder, von dem die Rabbiner selbst lehrten, das kann nur der Messias tun. And while they're observing what Jesus is saying and doing, in verse 20 he makes a clear declaration. Und während sie in dieser Phase der Beobachtung stehen, macht der Herr Jesus in Vers 20 eine sehr bemerkenswerte Aussage. Man, your sins are forgiven you. Er sagt in Vers 20, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. It's in the passive voice in the grammar of Greek and Hebrew. Sowohl im Griechischen als auch in der hebräischen Übersetzung steht dieser Satz in Passiv. In the Hebrew Bible, you rarely see this except in the third book of Moses, chapters 4 through 6. Sowas findet man kaum im hebräischen Alten Testament, außer in 3. Mose 4 bis 6. And that's in the context of dealing with the atonement. Und da geht es tatsächlich um das Sühneopfer. But the term that is used in the Hebrew Bible, that can only be used of God. Only God says, your sins are forgiven you. Aber das, wir müssen verstehen, es handelt sich hier fast wie um einen Terminus technicus. Das heißt, die Juden wussten, diesen Satz, deine Sünden sind dir vergeben, das konnte nur Gott sagen. And by using that specific term, Yeshua was speaking as if he were God and can declare, your sins are forgiven you. Das heißt, wenn der Herr Jesus so einen Satz sagte, deine Sünden sind dir vergeben, dann war das unausgesprochen der Anspruch, selbst Gott zu sein. We can see the reaction, but especially better for Matthew and Mark. Wir sehen daraufhin die Reaktion, insbesondere bei Matthäus und Markus. In Matthew's account, it's found in verse 3. In Markus 9, Vers 3 lesen wir, Matthew or Mark? We'll start with Matthew. Okay. Ja, in Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 3. Behold, certain of the scribes said within themselves. Achtet bitte genau auf den Text. Da heißt es in Matthäus 9, Vers 3. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst. Doppelpunkt, dieser lästert. And Mark is even a bit more detailed. Und Markus ist noch genauer. At the end of verse 6 and verse 7. Markus Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Read. Markus Kapitel 2, Vers 6. Und es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? So both Matthew and Mark emphasize that this is something they raised, but they raised within themselves. They didn't make it public. Sowohl Matthäus als auch Markus zeigen uns, dass sie Fragen hatten, aber sie haben diese Fragen nicht öffentlich gestellt. Because at this point all they can do is observe, nothing more. Warum? Weil sie sich immer noch in der ersten Phase befanden, diese messianische Bewegung zu untersuchen. Und in der ersten Phase durften sie keine Fragen stellen und keine Einwände erheben. And both Matthew and Mark make it clear that they began to discuss this. They did it quietly among themselves. It was not a public discussion. Und sowohl Matthäus als auch Markus lassen keinen Zweifel daran, dass sie diese Fragen nicht öffentlich erhoben haben, sondern nur in ihrem Herzen. Now in the Luke account that we're looking at in verse 22, Yeshua clearly perceived what they were discussing among themselves. Und aus dem Lukas-Evangelium erkennen wir nachfolgend dann von Vers 22, dass der Herr Jesus hundertprozentig verstanden hat, was die Schriftgelehrten in dem Moment in ihren Herzen dachten. At the end of verse 22, why reason ye in your hearts? Denn der Herr Jesus fragt sie deutlich am Ende von Vers 22, was überlegt ihr in euren Herzen? Now the critics said nothing in the public. Wie gesagt, es war keine öffentliche Kritik. They wouldn't be allowed to, because this is the observation stage. Das durften sie ja nicht, weil es war ja immer noch die Phase der Beobachtung. And Jesus has already clearly knows what they're reasoning among themselves. Nichtsdestotrotz weiß der Jesus ganz genau, was für Fragen sie sich in ihrem Inneren gestellt haben. Now read verse 23. Lasst uns Lukas 5, Vers 23 lesen. Der Jesus stellt dann die Frage, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. He now raises a question to them. Er stellt ihnen jetzt eine Frage. What is easier thing for me to say? Was ist für mich leichter zu sagen?
Is it easier for me to say to this man, your sins are forgiven? Ist es leichter für mich zu sagen, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben? Or is it easier for me to say to the paralytic, stand up and walk because I'm healing you? Oder zu dem Gelähmten zu sagen, steh auf, lauf umher, weil ich dich heile. What is the easier thing to merely say? Die Betonung ist darauf, was ist leichter zu sagen? The easier thing to merely say is, your sins are forgiven you. Das Leichtere zu sagen ist natürlich, deine Sünden sind dir vergeben. Because that requires no outward visible evidence. Warum? Weil so ein Satz bedarf keines äußeren, sichtbaren, nachprüfbaren Belegs. We're now using a very familiar rabbinic logic. Und der Herr Jesus benutzt an diesem Punkt eine sehr übliche rabbinische Logik. What is the easier thing to merely say? Was ist das Einfachere zu sagen? Obviously, it's easier for me to say your sins are forgiven you. That requires no outward visible evidence. Es ist ganz offensichtlich, was leichter ist zu sagen. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil das bedarf keines äußeren Beweises. The harder thing to say and do is to tell a paralytic, rise up, carry your bed, because I am healing you. Aber das Schwerere zu sagen ist zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und lauf umher, weil das bedarf eines Beweises. And the claim to heal a paralytic is going to require evidence, visible evidence immediately. Das heißt, wenn man den Anspruch erhebt, sagen zu können, steh auf, ja, ihn heilen zu können, dann muss man auch Taten folgen lassen. Das braucht einen Beweis. Now look at verse 24. Schaut wir uns Vers 24 an. Identifying himself as the son of man focuses on his humanity. Schaut, er identifiziert, er stellt sich selbst als den Sohn des Menschen vor und das betont seine Menschheit. But to be able to forgive the sins, that identifies him with deity. Aber um in der Lage zu sein, Sünden zu vergeben, dafür musste er auch gleichzeitig Gott sein. In Hebrew it's called a Kal Vachomer issue. Kal Vachomer, just use the Hebrew. Sure. Auf Hebräisch sagt man Kal Vachomer. Kal Vachomer means you will prove the easier by doing the harder. Also diese Logik wird Kal Vachomer genannt und das bedeutet, man beweist das Leichtere, indem man das Schwerere tut. Das Leichtere zu sagen, wisst ihr? Man beweist es, indem man das Schwerere tut. Only now he does the work of healing. Und erst dann macht der Herr Jesus dieses Wunder. And there is instantaneous evidence. Und zu diesem Wunder gab es einen sofortigen Beweis. Read verse 25. Lesen wir dazu Vers 25. Und sogleich stand er, der Gelähmte, vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. So clearly showed he can do the harder. Der Jesus hat unmissverständlich klar gemacht, er kann das Schwierigere tun. Healing the paralytic. Den Gelähmten heilen. That means he can also say the easier, your sins are forgiven you. Heißt mit anderen Worten, er kann auch das Leichtere sagen, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. And if he can say your sins are forgiven you, that makes him the messianic God man. Und wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann erklärt der Herr Jesus damit unmissverständlich seinen Anspruch, er ist der messianische Gott Mensch. And there could no way in at this point merely raise objections. This is merely the observation. Und den Schriftgelehrten war es zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt, irgendwelche Einwände zu erheben, denn sie befanden sich ja noch in der Phase der Beobachtung. What we know is that when this group came back to Jerusalem to report to the Sanhedrin. Aber wir können uns darauf verlassen, als diese Gruppe dann zurückgegangen ist nach Jerusalem zum Sanhedrin, dass sie was zu berichten hatten. And so now they'll go back and declare. The movement of Yeshua is significant. We need to go further. Und deswegen wurde dann in Jerusalem auch das Urteil im Sanhedrin gefällt. Diese Bewegung ist auf jeden Fall bemerkenswert. Wir müssen es weiter untersuchen. And now we'll begin to see a turning point, which now they will begin to go everywhere he goes to find reasons to reject his messianic claims. Und das markiert tatsächlich einen Wendepunkt in dem öffentlichen Dienst des Herrn Jesus, denn von da ab folgten ihm die Schriftgelehrten auf Schritt und Tritt, um ihn herauszufordern, seinen Anspruch, ja, der Messias zu sein. Now we come to the next segment in Luke chapter 5, verses 27 through 32. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Abschnitt in Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Das ist der Punkt Römisch 2, dann Arabisch 3.
This is the next several pages will deal with the second major element, the stage of interrogation. Ja, wir kommen jetzt zu dieser zweiten Phase der Untersuchung, ob es sich hier um eine messianische Bewegung handelt, und das war die Phase des Verhörs. Now we'll see them raising objections, questioning his claims because he's not following what they thought he should follow, which is Pharisaic Judaism. Und jetzt sehen wir sehr wohl, dass sie Fragen stellten, dass sie Einwände erhoben haben. Warum? Letztendlich, weil der Herr Jesus nicht das erfüllte, von dem sie sich vorgestellt haben, wie der Messias wohl aussehen müsste. Now by this point he has six of his disciples. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits sechs seiner Jünger erwählt. But now we come to the calling of a seventh disciple. Und jetzt kommt's zur Berufung des siebten Jüngers. And in verse 27 we notice that he sees a publican named Levi. Im Vers 27 sehen wir, dass er einen Zöllner ins Auge gefasst hatte mit Namen Levi. He was also known as Matthew or Matthai. Levi war genauso bekannt unter Matthäus. By profession he was a publican. Und sein Beruf war Zöllner. And this kind of trade or occupation was prohibited to Jews in Pharisaism. Dieser Beruf war Juden eigentlich verboten. Juden und Pharisäer durften diesen Beruf des Zöllners nicht ausüben. Now Romans themselves would not be taxed if they're Roman citizens. Römer selbst mussten, wenn sie tatsächlich die römische Staatsbürgerschaft hatten, keine Steuern bezahlen. And so the office of a tax collector would go to the highest bidder. What would go? Highest bid, the one who bids the highest. Ah. Und wenn du also den Beruf ergreifen wolltest eines Zöllners, dann hat derjenige den Zuschlag bekommen, der das meiste Geld bezahlt hat. Publicans were rejected for two reasons. Und deswegen waren Zöllner aus zwei Gründen verhasst. First of all, they were collecting taxes on behalf of the Romans. Erstens, sie haben Steuern für die Besatzungsmacht, für die Römer eingetrieben. But secondly, they made extra money by extorting their own people at a higher rate than they needed to pay. Aber es gab noch einen zweiten Grund, warum die Zöllner so verhasst waren. Warum? Weil sie noch einen privaten Zuschlag erhoben haben, das heißt, sie haben die Leute auch noch für sich selbst ausgenommen. And the Jewish Talmud explains there are two different types of publicans. Und von den jüdischen Schriften wissen wir, es gab tatsächlich zwei verschiedene Arten von Zöllnern. Both were bad, but the one was worse than the other. Beide waren schlecht, aber einer war schlimmer als der andere. First of all, there are those who were income tax collectors. Da gab es einmal die Einkommenssteuerzöllner. But the greater of the evils is the ones who were customs officials. Aber die böseren waren die Zollzöllner. And if you look at verse 27, Levi or Matthew was of the latter group collecting taxes from caravans. Und wir sehen hier aus Vers 27, der Matthäus befand sich offensichtlich in der schlechteren der beiden schlechten Gruppen. Er war ein Zollzöllner oder Umsatzsteuerzöllner. And he was sitting at a place of toll, which meant he was not an income tax collector, but a customs official. Er saß in einem Zollhaus, und daher wissen wir, er gehörte zu dieser zweiten Gruppe, Umsatzsteuer oder hat Zoll erhoben, und das heißt, er war am verhasstesten. And so for the Pharisaic community, these kind of people were off limits. Also das heißt, innerhalb der pharisäischen Gesellschaft waren die waren wirklich völlig außen vor. They were classed with prostitutes. Also die wurden geachtet wie Prostituierte. Repentance by them is virtually impossible. Buße war buchstäblich eigentlich ausgeschlossen. They could never witness as a be serve as a witness either as a witness or a judge. Denen war es auch nicht erlaubt, in irgendeiner Form in einem Verfahren aufzutreten, weder als Zeuge noch als Richter. But now the Messiah comes with a simple call, follow me. Und der Herr Jesus kommt zu dem einfachen Aufruf, Vers 27, folge mir nach. Now normally you would have to make a lot of provisions and changes before you actually leave this profession. Schaut, also wenn man so einen Status, so einen Stand verlassen wollte, musste man eigentlich einiges erstmal organisieren. But this one
knew who was put in a greater authority than Rome, and that was the Messiah himself. Aber der Matthäus hat in dem Moment schon verstanden, der hier mit mir redet, hat eine größere Autorität als mein Arbeitgeber, meine Besatzungsmacht. So verse 28, he forsook all, rose up and followed him. Und deswegen lernen wir von ihm Vers 28, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. So it's recognition by Matthew that the authority of the Messiah supersedes the authority of Rome. Matthäus hat in dem Moment schon erkannt, dass die Autorität des Messias größer ist als die Autorität Roms. This has certainly advanced them in the spiritual life. They've had spiritual life before. Natürlich, Matthäus wuchs oder nahm noch zu in seinem geistlichen Leben. And so he decides to give himself a party. Aber das markierte hier den Anfang seines geistlichen Lebens, und deswegen hat Matthäus Levi entschieden, naja, dafür müssen wir auch eine Party schmeißen. But what kind of people attend Matthew's birthday party? Aber jetzt schaut mal, was für Gäste sind denn zu dieser Party eingeladen worden? And verse 29 expresses it. Und in Vers 29 wird uns das sogar berichtet. A great multitude of publicans and of others that were sitting at meat with them. Eine große Menge an Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Publicans were allowed to associate with publicans. A great multitude of publicans were at this party. Zöllner hatten schon Umgang mit anderen, nämlich mit anderen Zöllnern. Also wer war auf der Party? Lauter Zöllner. And the Pharisees and scribes were now observing this, not attending the party, but to observe what was happening at the party. Die Pharisäer haben das beobachtet. Die haben nicht teilgenommen an dieser Party, aber die haben sich das sehr genau angeschaut. And so, as they were observing this, that's when Jesus began to take action. Und während die Pharisäer sich das Treiben, diese Party dort anschauen, da ergreift der Jesus die Initiative. Verse 30, you notice that they murmured against Jesus and his disciples because he was participating in this party of a publican of all people. In Vers 30 sehen wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten gegen den Herrn Jesus murrten. Warum? Weil er auf so einer Party zu finden war mit Zöllnern und ähnlichen Personen. If he really was the Messiah, he would not be associating with this class of society. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten die Vorstellung, wenn das wirklich der Messias sein sollte, würde er sich mit so einem Volk niemals abgeben. And so now, looking at Matthew's account, he's a bit more detailed in this last facet. Der Evangelist Matthäus ist an dem Punkt auch wieder etwas detaillierter. This is in Matthew chapter 9, verses 12 and 13. Matthäus Kapitel 9, die Verse 12 und 13. He points out three things. Da werden uns, oder Matthäus betont drei Dinge. First of all, they that are, this is in verse 12, they that are whole have no need of a physician, but they that are sick. Da sagt er erstens in Kapitel 9, Vers 12, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. The Pharisees saw themselves as being spiritually healthy. Die Pharisäer dachten von sich selbst, sie wären geistlich gesund. As far as publicans, they were all spiritually weak, especially sick. Die Zöllner gehörten unzweifelhaft zu der Gruppe, die geistlich krank war. So should he not go to those that are sick spiritually to be able to help them out of that stillness? I'm sorry, say that. Shouldn't he go to those people that they declare to be sick to give them some spiritual healing? Ja, es waren natürlich die Kranken, die von sich selbst wussten, dass sie Heilung brauchen. Secondly, in verse 13. Zweitens in Vers 13. If you understand scripture, he says, you'll know God desires mercy, not sacrifices. Er sagt ihnen zweitens, wenn ihr die Schriften wirklich kennt und versteht, dann wüsstet ihr, dass Gott Barmherzigkeit möchte und nicht Schlachtopfer. The Pharisees were careful to fulfill all of the sacrificial laws. Schaut, die Pharisäer haben alles daran gesetzt, die Opferrituale und Gebote einzuhalten. But they lacked mercy. Aber es fehlte ihnen an Barmherzigkeit. And God desires to provide mercy before accepting the animal blood sacrifices. Aber es brauchte eben Barmherzigkeit, um diese Tieropfer überhaupt anzunehmen. Then thirdly, und drittens, I came not to call the righteous, but the sinners. Sagt der Jesus zu ihnen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. The Pharisees declare publicans to simply be sinners.
Die Pharisäer haben die Zöllner schlicht und ergreifend als Sünder angesehen. They saw themselves as being among the righteous ones. Aber sie selbst dachten von sich, sie seien gerecht. So he came not to call to those who think they were righteous, but to call those who were sinners. Und der Jesus sagt ihnen unmissverständlich, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. This is the kind of conflict that continues until we get to a key passage, which we'll do tomorrow, in Matthew chapter 12. Dieser Konflikt setzt sich fort bis zu einem weiteren Schlüsselmoment, Wendepunkt, den wir uns morgen Abend anschauen werden, im Matthäus-Evangelium Kapitel 12. But now we'll deal with one more segment, Luke chapter 5, verses 33 to 39. Und wir schauen uns jetzt noch einen weiteren Abschnitt an. Wir sind hier in Römisch 3, der Punkt 1, Lukas 5, Vers 33 bis 39. Now what we're going to see here is how these traditions developed and took superior call to the Pharisees concerning the law, not Mosaic law, but traditional law. Also was wir sind hier im Römisch 3, der Konflikt über die Mishnah, Punkt 1, die Tradition. Was wir jetzt sehen werden, ist, wie es dazu kam, dass im pharisäischen Judentum die Tradition den gleichen Stellenwert bekommen hat wie das mosaische Gesetz. And the teaching is that when the Jews returned from Babylonian captivity, only a minority of the population came back from Babylonia. Die Lehre war wie folgt: Es gab ja eine Rückführung des Überrestes aus der babylonischen Gefangenschaft, auch wenn es nur ein kleiner Überrest war. The spiritual leaders began a special synagogue, and this was the great assembly. Da haben dann die geistlichen Leiter tatsächlich mit den Synagogen Gottesdiensten bekommen. Das waren dann diese Versammlungen. And what they were teaching is that Moses provided from God 613 commandments. Und sie haben gewusst und gelehrt, dass Mose von Gott insgesamt 613 Gesetze erhalten hatte. And in the first generation of the returnees from Babylon were very good in interpreting all 613 commandments to the Jewish audience. Und die erste Generation der Rückgeführten waren Spezialisten darin, diese 613 Gebote zu beobachten, zu lehren und zu halten. And they would stick with the text and taught them what's involved in keeping it, what's involved in breaking it. Und diese erste Generation hat sich wirklich schlicht nur an den Text gehalten und hat halt ausgelegt, was bedeutet es, diese Gesetze, diese 613 mosaische Gesetze zu halten oder auch zu brechen. And by giving the Jewish people the details of how to keep the Torah, then they will keep it and avoid another divine judgment like the captivity. Und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das eigene Volk darin zu unterrichten, was es bedeutet, diese Gebote zu halten bzw. zu brechen, weil sie vermeiden wollten, dass es eine weitere Wegführung ja in die Gefangenschaft geben soll. Now, what happened was the next generation that came began to take things more seriously. Nur was passiert ist, ist das Folgende: Die nächste Generation hat ihre Aufgabe noch ein bisschen wichtiger genommen. It's not enough for us to merely expound the 613 commandments God gave to Moses. Uns reicht es jetzt nicht mehr aus, einfach nur diese 613 Gebote, die Gott Mose gegeben hat, auszulegen und anzuwenden. What we need to do is build a fence around the Torah. Die nächste Generation hat sich zur Aufgabe gemacht: Wir müssen einen Zaun um diese Tora, um das mosaische Gesetz bauen. And what did this fence consist of? Und woraus bestand dieser Zaun? New rules, new regulations that can logically derive from the original 613 commandments. Neue Regeln, neue Verordnungen, die man schon mehr oder minder logisch von den ursprünglichen 613 Geboten ableiten konnte. And so over the 400 years between the end of the Hebrew Bible, the beginnings of the New Testament, they began to add more regulations. Das bedeutet, in diesen 400 Jahren, nach dem Abschluss des Gesetzes bis zur Ankunft des Herrn Jesus, hat das pharisäische Judentum mehr und mehr und mehr Regeln und Verordnungen zum mosaischen Gesetz hinzugefügt. The procedure of coming to this point was explained as follows. Aber da gab es wirklich eine Prozedur, um an diesen Punkt zu kommen, zu dem sie kamen, als dann der Herr Jesus auftrat, und der ist wie folgt. Moses received the written law from Mount Sinai and delivered it to Joshua. Mose hat ja das geschriebene Gesetz
von Gott vom Berg Sinai bekommen und hat es an Josua weitergegeben. Joshua delivered it to the elders. Josua hat es den Ältesten vorgelegt. The elders to the prophets. Die Ältesten dann, die haben es den Propheten weitergegeben. And finally it was delivered to the men of the great synagogue. Und schlussendlich wurden diese Gebote dann den Männern der großen Synagoge gegeben. And then within this men of great synagogue, what they did was coming one generation after another, logically trying to define how many more rules we can put to protect the Jews from breaking the original commandments. Aber das haben wir ja eben schon gezeigt. Was dann passierte, ist, diese Männer der Synagoge haben sich zur Aufgabe gemacht, von den 613 Geboten weitere Gebote, Regeln, Verordnungen abzuleiten, um zu verhindern, dass man, wenn man weitere Zäune baut, der innere Zaun, die 613, überhaupt übertreten werden können. There's a principle called Pilpul. Das ist ein Prinzip, was im Judentum Pilpul genannt wird. It's a Hebrew word meaning peppery or sharp, but was became a technical term for a specific form of rabbinic logic. Das ist ein hebräischer Ausdruck, der eigentlich Schärfe bedeutet, aber letztendlich dann zum Ausdruck für rabbinische Logik wurde. And I'll give you a principle of how it works. Und ich gebe euch ein Beispiel, wie das funktionierte. In the Torah says you must not boil a kid in the milk of its mother. Im mosaischen Gesetz gab es die Regel, dass du ein Lamm nicht in der Milch seiner Mutter kochen durftest. This was to avoid a common Canaanite practice. Das Gesetz wurde von Gott selbst gegeben, um eine damals gebräuchliche heidnischen Brauch zu unterbinden. When a mother goat gave birth to a baby kid, wenn nämlich eine oder Ziege, wenn eine Mutter Ziege ein Lamm geboren hatte, the Canaanites would slay the result, the little kid. Dann haben die Kanaaniter dieses Lamm geschlachtet. And then boiled the meat of the baby goat in the milk of the mother. Und dann haben die Kanaaniter das Fleisch dieses Lammes in der Milch der Mutter gekocht. And this was offered up as a first fruits offering to the god Baal. Und das sollte eine Erstlingsfrucht an den Gott Baal sein. Jews cannot observe this kind of idolatry. Juden war es verboten, so eine Art des Götzendienstes zu praktizieren. So we do not boil a kid in the milk of its mother. Und deswegen kochen wir nicht das Lammfleisch in der Muttermilch. So far so good, that's the Torah. Das ist wirklich mosaisches Gesetz, die Tora, so weit, so gut. But then came that Pilpul logic. Aber jetzt setzt diese Pilpul-Logik ein. Now suppose you're working and you stop for lunch. Nehmen wir mal an, du bist gerade dabei, das Mittagessen vorzubereiten. And you take a plate, on this plate you put some cheese. Und du nimmst einen Teller aus dem Schrank und legst auf diesen Teller ein bisschen Käse. Then afterwards you would wash this plate as thoroughly as you want to do it. Nach deiner Käsemahlzeit wäschst du deinen Teller so gründlich, wie du ihn nur waschen kannst. And you may think it is a totally clean plate. Und du denkst vielleicht, es ist ein völlig sauberer Teller. There's a small speck of cheese you cannot see still sitting on that plate. Aber leider hast du einen ganz, ganz kleinen Rest von dem Käse auf dem Teller übersehen. Then in the evening you decide to have a meat meal. Am Abend triffst du dich dann wieder zum Essen. And you put your hamburger on that same plate. Und dann legst du vielleicht deinen Hamburger auf den gleichen Teller. And it picks up the small speck of cheese you didn't see. Und dieser Hamburger, mit dem Hamburger nimmst du vielleicht jetzt dieses Mühgramm Käse vom Mittagessen mit auf. No matter how remote, it's always possible that the milk came from the mother of the meat that you're now eating. Natürlich ist das extrem unwahrscheinlich, aber es könnte trotzdem sein, dass die Milch, aus dem der Käse produziert wurde, tatsächlich von der Mutter des Fleisches stammt, was du abends isst. And then when you swallow it, you boil a kid in the milk of its mother and you break in the Torah. Und wenn du es dann runterschluckst, dann kochst du das Fleisch des Lammes in der Muttermilch und hast damit das Gesetz übertreten. So this is a new rule that was introduced to Judaism. Und deswegen gab es von dem Tag an im Judentum ein neues Gesetz, eine neue Regel.
You must have two separate sets of dishes. Du musst zwei Arten von Geschirr zu Hause vorhalten. This set is reserved for meat and this set is reserved for milk products. Dieses Geschirr ist nur für die Fleischmahlzeiten und dieses Geschirr ist für die Milchmahlzeiten. And this kind of logic just continued and over and over again. Und diese Logik hat sich über die ganzen 613 Gebote immer weiter fortgesetzt. Now the Pharisees had many more hundreds of laws logically derived in that same logic. Und deswegen kam es zur Zeit des ersten Jahrhunderts, als der Jesus auftrat, so weit, dass die Pharisäer Hunderte, denke ich darf sagen, Tausende von weiteren Regeln aufgestellt hatten, die sie nach der Pilpa-Logik von dem ursprünglichen 613 mosaischen Geboten abgeleitet. And in verse 33 we see the disciples of John the Baptist also followed these procedures. Und wir wissen aus dem Vers 33, dass selbst die Jünger des Johannes des Täufers diesen Regeln folgten. One of these issues was frequent fasting. Eine dieser Regeln waren regelmäßiges Fasten. The Pharisees practiced fasting twice a week. Die Pharisäer haben zweimal pro Woche gefastet. That was Mondays and Thursdays. Montags und Donnerstags. And John the Baptist's disciples also followed the same procedure. Und Johannes der Täufer und seine Jünger folgten den gleichen Regeln. But neither Yeshua or disciples bothered to practice this. Aber weder der Herr Jesus noch seine Jünger haben sich Mühe gemacht, diesen Regeln zu folgen. Und keine Frage, erhebten die Schriftgelehrten den Einwand, hey, warum folgt ihr nicht den Regeln? But the Messiah makes it clear, he's fulfilling the written Torah, not the oral Torah, which was invented by Pharisaic Judaism. Und der Messias macht unmissverständlich klar, dass er sehr wohl bereit ist, das gottgegebene mosaische Gesetz zu halten, aber nicht den menschgemachten Regeln folgen würde. So he points out four elements that contradict what the Pharisees want them to do. Und so betont der Herr Jesus oder erwähnt der Herr Jesus vier Bereiche, wo die Pharisäer im Widerspruch standen. First of all, in verse 34, you don't come to a wedding feast to fast. Er sagt als erstes in Vers 34, du kommst nicht zu einem Hochzeitsmahl, um zu fasten. The bridegroom is now present. Der Bräutigam ist doch jetzt anwesend. That's the Messiah offering the messianic kingdom. Denn er als der Messias hat das messianische Königreich seinem Volk angeboten. As long as he was still present, there is no room for fasting. Solange er gegenwärtig war, gab es keinen Raum für Fasten. The second element is in verse 35 and 36. Den zweiten Einwand bringt er ihnen in den Versen 35 und 36. You do not use a fresh patch of cloth to cover a hole in an old garment. Du nimmst nicht ein neues Stück Stoff, um ein Loch in einem alten Gewand zu flicken. An old garment has been washed many times. Ein altes Gewand ist ja schon häufig gewaschen worden. It has shrunk as much as it will shrink. Und dieses alte Gewand ist schon so weit geschrumpft, wie es halt schrumpfen kann. If you try to cover the hole with a new piece of garment, wenn du aber auf ein altes Gewand ein neues Stück Stoff nähst, the next time you wash the garment, the new patch will shrink and pull the garment out of shape. Beim nächsten Mal wird dieses neue Stück Stoff schrumpfen und wird den alten Stoff verziehen. His issue is that he hasn't come up to patch up Pharisaic Judaism. Und das sollte ein Bild für die Pharisäer sein, wo er ihnen sagen wollte, ich bin nicht gekommen, um bei eurem Sport mitzumachen, das pharisäische Judentum noch zu erweitern. What he's teaching is something different than what they're teaching. Sondern die Lehre, die der Herr Jesus zu bringen hatte, war eine völlig andere Lehre von den Rabbinern. What he's teaching is in conformity with the written law given to us by God through Moses. Seine Lehre stand in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem geschriebenen Gesetz, mit dem mosaischen Gesetz, was Gott Mose gegeben hat. But I'm not going to do anything about fixing Pharisaic Judaism. Aber er macht ihnen genauso klar, dass er überhaupt kein Interesse daran hat, diese pharisäischen Gesetze zu erfüllen. The third element is in verse 37 and 38. Das dritte Element finden wir in den Versen 37 und 38.
You do not fill up a old wineskin with fresh wine. Du füllst nicht einen alten Weinschlauch mit neuem Wein. The skin has not stretched as much as it was stretched. Warum? Weil ein alter Weinschlauch, vermutlich aus Leder, so weit aufgegangen war, wie er nur aufgehen kann. New wine is wine that's begun fermentation, but the fermentation process is incomplete. Aber wenn du neuen Wein in alte Schläuche füllst, dann ist der Fermentationsprozess von dem neuen Wein noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. So if you fill up this wine skin with brand new wine, the cup fermentation process will continue. Das heißt, wenn du neuen Wein in einen alten Lederschlauch füllst, wird es trotzdem noch weiter fermentieren. As the fermentation process continues, the wine will expand and tear this wineskin and you lose the wine as well. Das heißt, wenn du neuen Wein in alte Schläuche füllst, die Fermentation weitergeht, der Wein sich ausdehnt, dann wird dieser neue Wein die alten Schläuche zerstören. The point he's making now is this. Und damit wollte er das Folgende sagen. He didn't come to put his message into the mold of Pharisaic Judaism. Ich bin nicht gekommen, um meine Botschaft in eure Form des pharisäischen Judentums zu gießen. He's presenting something that is new. Er brachte etwas völlig Neues. And what is new be a continuation of Hebrew theology that now carries into fulfillment in the New Testament. Was er neu brachte, war diese Erfüllung des tatsächlich der Verheißungen des Alten Testaments, die jetzt ins Neue Testament übergehen. And the fourth thing is in verse 39. Und den vierten Einwand bringt er im Vers 39. And there's two ways to understand this verse. Und es gibt tatsächlich zwei Arten und Weisen, wie man diesen Vers verstehen kann. One option is that Pharisaic Judaism, a Pharisaic attitude, will have a desire for the old and reject the new. Eine Möglichkeit ist, dass das pharisäische Judentum ja das Alte liebt und deswegen das Neue ablehnt. I like another option. Aber ich bevorzuge tatsächlich eine andere Auslegungsvariante. The old wine is the wine of the Hebrew Bible, the theology of the Hebrew Bible. Der alte Wein ist die Theologie der hebräischen Bibel. This is the Old Testament Judaism. Das ist das Judentum des Alten Testaments, das Originäre. The new wine is Pharisaic Judaism. Der neue Wein von Vers 39 ist das pharisäische Judentum. Pharisaic Judaism is a whole new brand of Judaism. Das war ein ganz anderes Judentum, abgesondert oder zu unterscheiden von dem biblischen Judentum. But now this new wine is a continuity of the wine of the Hebrew Bible. Aber der neue Wein ist eine Fortsetzung des alten, sollte eine Fortsetzung des alten Weins sein, der hebräischen Bibel. And he'll fulfill what the Hebrew Bible teaches, now what's been added by Pharisaic Judaism. Der Jesus wollte damit klar machen, ich bin gekommen, um das zu erfüllen, was das ursprüngliche Judentum angekündigt hatte, aber nicht, was ihr euch ausgedacht habt. Okay, we've gone just our time, so we'll continue from where we left off, start tomorrow evening. Ja, wir haben für heute Abend unsere Zeit verbraucht und werden morgen Abend an dem Punkt Fortsetzung machen. And so we'll see you with more information tomorrow night. Und so sehen wir euch dann morgen Abend zur Fortsetzung dieses Studiums. Want to give them a rabbi story? What? Want to give them a rabbi story? Said it genau. Want to give them a rabbi story? Well, he wants me to give you a rabbi story. Ha. Also gestern hat sich schon jemand beschwert, warum es im Anschluss keine Rabbinergeschichte gab, und wer immer darauf wartet, den wollen wir heute Abend nicht zum zweiten Mal enttäuschen. And I'm happy to do this. A problem is that I may have told you this before, or if you're in the KFG conference a couple of weeks ago, I've told some of those same stories there. Das Problem mag sein, dass ihr euch vielleicht an meine Witze erinnern könnt. Also dann seid so lieb und lacht erst am Ende. So we'll give it a try. Also ich will einen Versuch starten. Now, Jewish people around the world have learned to think logically because of their Talmudic studies. Die Juden auf der ganzen Welt sind eigentlich bekannt für ihre Logik aufgrund ihrer Studien des Talmuds. But the Jews of the town of Helm in Poland never learned to think logically through that kind of a study. Aber es gibt einen Ort in Polen, der wird Hell genannt, und die sind jetzt nicht so bekannt dafür, die hellste Kerze auf der Torte zu sein.
And they would tell logical stories by simply by telling each other riddles. Und ihre Form von Logik, was sie besonders liebten, waren, sie haben sich gegenseitig Rätsel aufgegeben. Now a riddle, this is the kind of riddle you would tell a rabbi, he'd always know the answer. Und zwar folgte das wie folgt, du hast dem Rabbiner ein Rätsel aufgestellt und er kannte sowieso die Lösung. On the other hand, the rabbi, people tell his own rabbis and nobody would understand how to solve that riddle. Say it again, please. The rabbi would tell his own riddles, okay. but the people would not understand how to decide the riddle. Aber wenn der Rabbiner dann seine eigenen Rätsel aufgestellt hat, dann konnten seine Leute diese Rätsel nicht lösen. So the most famous riddle teller and riddle solver was the rabbi of Helm. Und das heißt, der bekannteste Rätselerzähler war der Rabbiner von Helm. The rabbi always had a desire to go visit New York City. Dieser Rabbiner hatte sich entschieden, er möchte jetzt mal New York City besuchen. This was the time when there were more Jews in New York than in all of Israel. Das war noch zu der Zeit, als es tatsächlich mehr Juden in New York als in Israel gab. And the most significant rabbinic yeshiva schools and things of that nature were in New York City. Das heißt, die wichtigsten Rabbinerschulen befanden sich tatsächlich außerhalb des Landes in New York City. And so the community raised enough money for the rabbi to take a trip to New York and spend a month visiting these schools and so on. Das heißt, seine Gemeinde hat schlussendlich tatsächlich so viel Geld zusammengespart, dass sie es ihrem Rabbiner ermöglicht haben, nach New York zu reisen, um endlich mal diese vornehmen Rabbinerschulen zu besuchen. And so as a result, as he was flown into New York, he was picked up by a New York taxi driver. Und da ist er dann schlussendlich nach New York geflogen und hat sich dann von einem Taxifahrer aus New York chauffieren lassen. And we bought a 90-minute trip from the New York airport to the Jewish community. Und es ist ungefähr eine 90-minütige Autofahrt vom Newark Airport zu dieser jüdischen, zum jüdischen Distrikt. He was picked up by a New York taxi driver to take him to the Jewish community. Und es war ein ganz gewöhnlicher New Yorker Taxifahrer, der ihm halt vom Flughafen zu dem jüdischen Distrikt fuhr. Would be about a 90-minute drive. 90 Minuten Autofahrt. And they began a conversation. Und dann haben die angefangen miteinander zu reden. The taxi driver asked the rabbi, "Would you like to hear a riddle?" Und dann fragt der Taxifahrer den Rabbiner, "Möchtest du ein Rätsel hören?" And the rabbi said, "Do I want to hear a riddle?" Und dann sagt der Rabbiner, "Ich will ein Rätsel hören." In my town, I am the most famous riddle teller and riddle solver in my community. In meiner Stadt bin ich der bekannteste Rätselerzähler und Löser überhaupt. You tell me the riddle, I bet I can solve it. Du erzählst mir ein Rätsel, ich sag dir, ich werde es lösen. A New York taxi driver says, "Here's the riddle." Und dann sagt der Taxifahrer, "Hier ist das Rätsel." My parents had a child. Meine Eltern hatten ein Kind. The child was not my brother nor my sister. Dieses Kind war nicht mein Bruder und nicht meine Schwester. So who could this child be? Wer ist das Kind? Rabbi is thinking to solve it, but he cannot come up with an answer. Der Rabbiner denkt scharf nach, aber er kann keine Antwort geben. They're getting close to the Jewish community. Kommen sie tatsächlich nah an den Zielort und er muss bald aus dem Taxi raus. So he finally said, "Well, I'm usually very good at solving riddles, but I give up. Who was the child your parents had that was not your brother, not your sister?" Und dann sagt der Rabbiner, "Ich gebe auf. Du musst mir jetzt sagen, wer war denn jetzt das Kind deiner Eltern, der nicht dein Bruder und nicht deine Schwester ist?" And the taxi driver says, "The answer is me." Und der Taxifahrer sagt es ganz einfach. Die Antwort ist, das bin ich selbst. I'm the child my parents had. That was not my brother nor my sister. Ich bin das Kind meiner Eltern und ich bin nicht mein Bruder und ich bin nicht meine Schwester. And the rabbi says, "What a wonderful riddle." Und dann sagt der Rabbiner, was für ein wunderbares Rätsel. I can't wait to get home and tell my people this. Ich kann nicht warten, nach Hause zu kommen und meinen Leuten zu Hause in Helm dieses Rätsel zu erzählen. They will love this riddle. Die werden dieses Rätsel wirklich lieben. So after a month he flew back to Poland. Nach einem Monat kehrt er tatsächlich nach Polen zurück. When the first Shabbat came, even the Jews who did not attend synagogue every Sabbath came out on this occasion. Am ersten Shabbat sind selbst die Juden zum Gottesdienst gekommen, die sich normalerweise nie in die Synagoge einfinden. They wanted to know what the rabbi's trip was like and what adventures he had in New York. Weil sie wollten wissen, wie das Erlebnis von dem Rabbiner war, was er alles in New York gesehen hatte.
And the rabbi got behind the podium and said, I will give you a day-by-day account. Und dann sagt der Rabbiner, okay, ich stelle mich hier hinter die Kanzel und ich werde euch einen täglichen Bericht geben. But first, while I was in America, I heard this tremendous riddle. Aber als ich gerade erst in Amerika angekommen war, habe ich dieses fantastische Rätsel gehört. Would you like to hear the riddle first? Wollt ihr als Erste dieses Rätsel hören? Oh yes, they said, we haven't heard a good riddle since you left us some month ago. Unbedingt, seitdem du weggefahren bist, haben wir kein gutes Rätsel mehr gehört. Rabbi says, now here's the riddle. Dann sagt der Rabbiner, hier ist das Rätsel. My parents had a child who is not my brother nor my sister. Could this child be? Meine Eltern hatten ein Kind, das war nicht mein Bruder, das war nicht meine Schwester. Wer könnte dieses Kind sein? And all this talk began going back and forth. They were trying to solve the riddle on their own. Und dann gab es ein Riesengemurmel unter den Teilnehmern des Synagogengottesdienstes und die versuchten krampfhaft dieses Rätsel zu lösen. Finally everything went very quiet. Und auf einmal wurde es ganz still im Raum. And the spokesman said, Rabbi, we tried to figure this one out, but we give up. Und dann ist einer der Sprecher aufgestanden und hat gesagt, Rabbi, wir haben wirklich versucht, dieses Rätsel zu lösen. Wir geben auf. Who was the child your parents had that's not your brother, not your sister? Wer bitte war das Kind, das deine Eltern hatten, das nicht deine Schwester und nicht dein Bruder ist? Rabbi answered. Und der Rabbi antwortet. It was a New York taxi driver I met in America. Es war der Taxifahrer, der mich vom Flughafen abgeholt hat.